Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Life in the Woods und der großen Hoffnung, hier eine Höhle zu finden. Denn wir haben ein Höhlengeräusch gehört in der letzten Folge. Damit sind wir ausgestiegen und jetzt gehe ich mal auf die Suche. Es müsste ja irgendwo in der Nähe sein. Nach meinem Wissensstand ist es dann 16 Blöcke. Entweder geradeaus, links, rechts oder oben oder unten. Okay, unten ist jetzt sehr unwahrscheinlich. Wir sind nämlich schon ziemlich tief. Ein paar Fackeln machen. Wir sind nämlich schon ziemlich tief gekommen, von daher vermute ich mal, ja, ich vermute sogar eigentlich, dass es oben ist. Aber ich weiß es nicht genau und deswegen werde ich mir jetzt mal hier so kleine Gänge in alle Richtungen graben. Dann müssten wir theoretisch ja den Urheber dieses Krachs finden. Es wäre natürlich hilfreich, wenn da auch schon ein paar Gesellen drin wären, dann könnte man die nämlich auch schon hören. Und da höre ich zufällig auch ein Skelett rumklappern. Okay. Gucken wir mal noch die Richtung. Da ist Erde. Die kann ich mal rausnehmen. Ja, über Kopf und so, ich weiß. So, hier höre ich aber niemanden. Und in dieser Richtung. Da höre ich nur Lava blubbern. Okay, also ist da irgendwo ein Skelett in der Gegend. Dann gehen wir mal auf die Suche. Ja, wenn ich jetzt hier den Zuschauermodus hätte, könnte ich mal kurz gucken, aber den gibt es leider in der 1.7.10 noch nicht. Oder gab es damals noch nicht. Und deswegen müssen wir das ohne Zuschauermodus irgendwie hinkriegen. Allerdings habe ich es jetzt hier oben nicht mehr gehört. Oh, aber das sieht höhlig aus. Ah, doch, da ist es. Höhlig. Schönes Wort. Hallo. Was machst du da? Was wird das? Oh. Naja. Höhle ist, glaube ich, relativ. Ich möchte eigentlich nicht zu dir runterkommen. Naja, vielleicht doch. Ja, Höhlig war jetzt, naja, wieder ein Reinfall. Das ist nämlich keine Höhle, das ist nur so ein kleines Löchlein. Mit einem kleinen Lavatümpel unten. Naja. Ach, ich hatte mich schon so gefreut. Woher wurde ich denn jetzt beschossen? Das hätte jetzt aber auch böse ins Auge gehen können. Ist doch gefährlich. Ich kann sich einfach hier Leute anschießen, wenn da Lava ist. Von da oben? Das wäre aber voll der Kunstschütze. Nö. Ist das denn? Das will ich jetzt allerdings noch wissen. Das ist ja merkwürdig. Habt ihr das gesehen? Komische Dinge gehen hier vor. Aber hier ist wenigstens eine Höhle, so. Und die sieht jetzt auch nicht ganz so. Ah ja, jetzt kommt der Höhlensound. Genau, ich stehe mitten in der Höhle. Vielleicht war das Skelett das und hat dann versucht, mich zu finden und ist da runtergefallen. Das wäre eine Möglichkeit.
Ja, Klappadonna. Oh, schon wieder diese roten Striche. Verdammt. Sollte nicht so viel F9 drücken. Ich sehe das hier nun nicht so gut wie bei Tageslicht. Da präsentiere ich euch diese tollen Striche nämlich nicht. Hier passiert es leider manchmal. So, das Skelett kann da von mir aus im Wasser schwimmen. Da tut es keinem was. Ich guck mal lieber, was hier so ist. Außer Salz. Kleiner Creeper-Parade. Und ich glaube, nee, der hat noch keine Witterung aufgenommen. Es reicht noch, um hier mal um die Ecke zu schauen. Um halt schleunigst auszuleuchten. Oh je. Oh je. Das ist eine Felsspalte. Ach ja. So, was machen die Grünlinge da? Kann ich hier in Ruhe so ein bisschen was vielleicht so in aller Stille und Heimlichkeit? Das ist mir hier einfach zu dunkel. Mit der gebotenen Vorsicht abbauen. Hallo? 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 Oh, ich glaube, der hat Witterung aufgenommen. Und das müsste doch eigentlich gut genug sein, das Schwert. So, der andere ist da irgendwo um die Ecke gerannt. Ach, ein Enderman auch noch. Das ist mir jetzt zu viel Betrieb hier. Aber ich kann mir ja nicht in die Augen gucken. Die sind verdeckt. Ein Glück. Ja, das sind immer hier so gefährliche Punkte. Da wird man gerne mal in die Luft gesprengt. Das ging jetzt aber überraschend gut. Und ich glaube, ich werde mir mal diese Spalte hier angucken. Ja, und ich weiß, ich lasse da jetzt sehr viel Kohle liegen, aber ja, so bin ich. Und unter der Spalte ist eine Höhle. Aber die ist nur ganz kurz. Doch nicht so, du blöde Fledermaus. So, was rennt hier so rum? Ist immer schön, wenn man sich in alle Richtungen verteidigen muss. Das kann immer nur in die Hose gehen. So, da oben sieht es relativ ruhig aus und hier auch. Aber man muss hier immer damit rechnen, dass hier auf den Podesten jemand rumsteht und schießt. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt alles hier im Dunkeln erkennen könnt. Da steht ein Creeper. Wo ist es hin? Da steht ein Skelett. Und da sind rote Striche. Das tut mir jetzt sehr leid. Die kriege ich jetzt aber leider nicht weg, ohne die Aufnahme abzubrechen. Jedenfalls steht da noch irgendwo ein Skelett. Also ihr seht schon, es ist hier ein bisschen gefährlich. So, hier ist der Anfang von dieser Spalte. Das ist schon mal relativ praktisch. So hat man wenigstens einen Rückzugsort. Und dann packen wir mal wieder was in den Rucksack rein, meine Herren. Denn wir haben schon wieder Lapis gefunden und das gibt ja jetzt wieder so ein Fest. Also quasi fast wieder ein ganzer Stapel oder nur 52. Oh, das war aber erfolglos. Und hier haben wir sogar Peridot. Peridot. Peridings. Periroden. Das nehmen wir doch direkt auch mal mit. Ja, das war klar. Ach, Mann. So, dann wage ich mich jetzt mal langsam hier vor. Das wird jetzt ein bisschen aufregend. Ah, hier haben wir schon mal eine natürliche Kante. Na du? Na du? Treffe ich dich von hier? Treffe ich dich von hier? Treffe ich dich von hier? Schwimm doch nicht weg. Komm doch wieder. Ja, nochmal, 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 nochmal. So, die Spinne treffe ich nicht, ist aber auch egal. Die sind sowieso relativ harmlos. Ich kümmere mich mal lieber um ein bisschen Licht, ausnahmsweise mal hier links und rechts.
Nämlich arg finster hier. So, heldenhaft die Spinne angesprungen. Und mal gucken, wie es hier so weitergeht. So. Möchtest du da runterspringen? Ja, möchte er. Ich mag, dass sich für Creeper über mir stehen. Möchtest du? Okay. Nein, 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 das machen wir so nicht. Dieser rote Strich nervt jetzt auch mich selbst. So. Da geht er hin. Der alte Creeper-Mane. Ist ganz schön steil hier. Zumindest ist hier noch ein wenig Eisen. Ich finde es irgendwie so verdächtig, wenig bevölkert hier. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Kann sich aber noch wahrscheinlich schlagartig ändern, nachdem ich jetzt den Satz gesagt habe. Das war jetzt wahrscheinlich ein fataler Fehler. Ja, ich könnte das übrigens auch die Kohle mit der Glückshacke abbauen, aber ich finde, hier gibt es einfach so viel. Es lohnt gar nicht. Also es lohnt schon, aber... Na, ihr seht, 43 haben wir schon und ich habe noch ganz viel liegen lassen. Das kann ich ja vielleicht noch auf dem Rückweg holen, hahaha. Jetzt muss ich schon wieder auf die Schaufel wechseln, sonst ist Nizi sauer. Das geht ja auch nicht. So, da haben wir wieder etwas Peridot und ganz viel Dunkelheit. Ja, so eine Spalte auszuleuchten ist natürlich auch lustig. Aber hier ist sie, glaube ich, auch schon beendet. Jawohl. Spaltenende. Ha, in der Luft gefangen, das ist auch Kunst. Und hier ist noch mehr Eisen. So. Ich sehe hier aber auch keine Höhlenabgänge. Normalerweise gehen hier ja gerne mal so Höhlen in alle Richtungen ab von diesen Spalten. Aber außer so einem Zombie-Mann und auch einem Creeper-Mann sehe ich hier sowas nicht. Ja, das ist natürlich schlecht. Hier habe ich mir auch den Aufgang jetzt weggemacht. Das ist auch schlecht. Alles schlecht. Ist jetzt extra da runtergesprungen. Naja, wenn du meinst. Ja, und jetzt? Jetzt stehst du da. Und röchelst doof. Hm. So. Die Spalte hat sich ja jetzt irgendwie... ja, als harmlos erwiesen. Dann können wir jetzt ja noch in die andere Richtung gucken, ob es da vielleicht ein bisschen aufregender ist. Und es ist schon wieder finstere Nacht draußen. Macht aber nichts. Ich glaube, ich bin jetzt weit genug entfernt vom Dorf. Ach nee, das wurde ja sowieso, wenn schon vorhin, niedergemetzelt. Ich gucke hier immer, ob wir noch Kohle aufnehmen können. Können wir aber noch. Ja, und dann schaue ich mal... was hier sonst noch so ist. Ach ja, und ich könnte mir vielleicht noch mal eine Spitzhacke machen. Die ist nämlich auch gleich hinüber. Gut, dann verarzte ich mich, wollte ich ja sagen. Dann mache ich hier mal eine kurze Ruhepause und ja, sehe mal zu, dass ich hier mein Equipment wieder richtig hinbekomme. Ein bisschen mein Inventar leere, was essen. Und dann geht es weiter hier auf der großen Höhlentour. Jetzt schon mit Diamanten, Lapis, Peridot, Bernstein und auch Eisen. Und natürlich Kohle. Bis zur nächsten Folge sage ich tschüss, macht's gut und ja, es bleibt spannend, hoffentlich.